Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video außer der Reihe, obwohl nicht außer der Reihe, aber wir laufen ja auf ein weiteres digitales Semester zu, verbessern unsere Setups, wir haben neue Kameras, neue Ausleuchtung, wir benutzen mittlerweile professionelle Mikrofone und schlussendlich kann man an der einen oder anderen Stelle dennoch etwas verbessern und was, das würde ich euch gerne zeigen, nämlich heute mit einem virtuellen Audio-Input und wie das Ganze funktioniert, gleich im Video. Ja, dafür braucht ihr im Wesentlichen nur zwei Dinge, nämlich erstens ein lauffähiges System, das ihr hoffentlich besitzt, ein Kamera- oder ein Mikrofon-Input und zwei Tools, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Und die sorgen dafür, dass ihr den Klang eures Mikrofons anpassen könnt an das gewünschte Ergebnis. Und bisher ist es so, dass ihr diese Klangeinstellmöglichkeiten für die Mikrofone nicht habt und deswegen, dass hier alles unterschiedlich klingt. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch. Zum einen ist es notwendig, so etwas wie ein virtuelles Audiokabel einzurichten. Das heißt, ein Tool, das vortäuscht, ein virtuelles Mikrofon zu implementieren. Das kennt ihr von Streaming-Software wie Streamlabs OBS und OBS und auch von Manycam oder Camtasia, dass man virtuelle Kameras einbinden kann, die man dann bearbeitet. Das virtuelle Audiokabel macht genau das, nur eben für den Ton. Das ist das Erste, was wir brauchen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist ein sogenanntes Voice Meter, das heißt, mit dem man die Stimme während der Live-Produktion automatisch verändern kann. Jetzt im Moment hört ihr den Originalklang des Samsung Stage Kit RX1, das ich eigentlich die ganze Zeit benutze. Und ich würde euch jetzt gern zeigen, was man mit dem Voice Meter anstellen kann. Habe das mal für euch aufgeblendet. Muss jetzt mal ganz kurz den Ton umstellen, damit es jetzt hier nicht zu Konflikten kommt. Nur eines vorweg: Wenn ihr den Hardware-Output einstellt, wird es das virtuelle Kabel sein. Also, das heißt, das werdet ihr erkennen als Output-Möglichkeit. Also diesen Treiber solltet ihr vorher installieren, und zwar als Administrator. Und das Zweite ist, dass ihr hier bitte einstellt, nicht irgendein Modus, sondern bitte MMI, damit ihr einen sauberen Ton generiert. MMI Cable Input, VB Audio Virtual Cable. Das ist hier der entsprechende Treiber und diesen muss ich jetzt auch einrichten. Seht jetzt hier, dass ich den aufgeschaltet habe. Den muss ich jetzt hier einrichten als Mikrofon. Das heißt, werde jetzt ganz kurz stumm sein und ihr hört mich dann, wenn ich das Samsung eingestellt habe, auf der anderen Seite wieder. So, jetzt solltet ihr mich hören. Was ihr jetzt seht, ist, dass ich den Audio-Input über das Samsung an Voice Meter übergebe und dieses über das virtuelle Kabel den Klang an Manycam weitergibt. Es sollte latenzfrei funktionieren und vor allen Dingen sollte es ganz normal klingen, so wie vorher auch. Allerdings habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Klang hier zu verändern, indem ihr einfach hier an dieser Stelle zum Beispiel eher in Richtung Basslast geht. Und jetzt sollte das Ganze basslastiger ausgerichtet sein. Ihr könnt die Lautstärke erhöhen und senken. Das lasse ich jetzt, dieses Späßchen. Ihr habt hier umfangreiche Möglichkeiten, den Sound direkt noch nachzusteuern und auszuprobieren. Ihr habt eine Direktkontrolle, in welcher Lautstärke tatsächlich der Sound angenommen wird, könnt hier die Lautstärke hoch und runter regeln, könnt weitere Mikrofone einbinden, ich sag mal so Richtung Podcast gedacht, für das Mischen von unterschiedlichen Quellen ideal, sodass man immer einen Eingang hat und ihr erspart euch natürlich in allen Schnittprogrammen, die ihr verwendet, das Ansteuern von 7 unterschiedlichen Mikrofonen, weil ihr dafür dieses virtuelle Mischpult benutzen könnt. Und wenigstens zwei Möglichkeiten des virtuellen Inputs habt und hier noch weitere Möglichkeiten des virtuellen oder des Hardware-Inputs habt und hier noch weitere Möglichkeiten des virtuellen Inputs generieren könnt, sodass man dann mehrere dieser Quellen auch hintereinander schalten kann. Das ersparen wir uns jetzt aber alles. Und
Ich möchte euch dieses Tool ans Herz legen, weil ich damit arbeite und aufzeichne. Und es ist wieder so ein kleiner Baustein, um die Aufnahmen und Produktionen, die man macht, deutlich zu verbessern. Das soll es für heute aber gewesen sein. Also das virtuelle Audiokabel und VoiceMeeter, beide Tools sind in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Probiert ein wenig damit aus, sagt mir, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, ihr nutzt es, es hilft euch. Und in diesem Sinne bin ich bis zum nächsten Mal, euer Alexander Lasch.